Herzlich willkommen bei Part 26 von Fallout 4. Und wir müssen mal kurz abchecken, wer das da vorne ist. Ist eine schlechte? Was denkt ihr? Drüben. Guck dir das an. Okay, der ist nicht böse. Ich weiß, wovon ich rede. Schwachsinn. Du kannst nicht einfach irgendwas zwischen zwei Brothälften stecken und sagen. Hallo. Theoretisch ja. Ja. Aber du würdest es ja nicht auf einmal essen. Also ist es egal. Es kommt darauf an, wie du es hältst. Sag doch, was Hi. Du willst, Mann. Ja? Du hast das Meierlöckfleisch zwar zwischen zwei Brothäfen gesteckt, aber das macht doch ohne kein Zeichen. Und wie würdest du es dann nennen? Ekelhaft. Wollen wir kurz was essen? Nudelschorle. Lecker. Gehen wir überhaupt so richtig? Ja. Karte zeigt es uns an. Ja, wir gehen falsch. Walden Point, whatever. Schießt auf jeden Fall einer, das heißt, wir sammeln das mal ein. Drin. Schön. Eine Kochmütze, jawohl. Oh, meine Batterie ist fast leer. Oh, da ist ein Haus. Da steht echt ein Haus drin. Das ist ja voll süß. Ein Sperrenmeister. Tweets, wenn du das hier liest, du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal, wir schließen diese Tür. Benutzt den Eingang im Abwasserrohr, wenn du es nochmal vergisst. Kannst du draußen bleiben, Walter. Okay. Dann haben wir schon mal den Eingang gefunden. Und wir haben den Eingang gefunden und gehen da rein.
eingepackt, bevor er da oben gekämpft hat. Er hat die Liste nochmal überprüft und so. Und deshalb nannten sie ihn gründlich. Oh, der brennende Hund. Ist da sonst noch wer? Ich glaube, das waren sie, oder? Nein, nicht trinken. Sehr gut. Halte da bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Sehr schlecht. Sehr gut. Sehr schlecht. Ist echt praktisch. Die hätten im Endeffekt eigentlich nur nett zu mir sein müssen. Dann hätte ich sie am Leben gelassen, aber so sind sie selber schuld. Hier alles finden. Das ist ja die ganze Fundgrube. Sind wahrscheinlich schon wieder mega voll. Na, es geht noch. Natürlich jetzt schlecht gelaufen. Ist der tot oder lebt er noch? Da ist auf jeden Fall der Walter. Okay. Geh halt weg, Hund. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Deine Scheibe ist abgelaufen! Mein Gott, der immer mit seinen scheiß Granaten. Mein Gott, ey. Wie viele Granaten hatten wir noch? Der kann sie ruhig alle wegschmeißen, wenn er unbedingt meint. Ja, wer schießt denn da auf mich? Wie viele hat er denn noch? Du Mistkerl.
Und geht's dir gut? Ist natürlich geil, weil ich jetzt übervoll bin. Kann ich da was? Das Red Away nehmen wir uns. Und den Schrott lagern wir ein. Und zwar den ganzen. Also nicht den ganzen, sondern das meiste. Perfekt. Okay. Weiß jetzt nicht genau, was da gestanden hat oder ist, was auch immer. Cooler Hund. Hey. Geh weg. Lagern wir das nächste ein. Das dauert wieder. Das nervt mich, sowas. Das ist echt ärgerlich. Weil du ewig lang brauchst, wenn du den ganzen Schrott hast. Deswegen hau ich jetzt mal den ganzen Schrott da rein. Habe ich den eigentlich schon komplett. Nein, habe ich natürlich nicht. Ups. Die Stachelrüstung, die wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Nee, die ist schlecht. Das lassen wir jetzt alles mal da. So, jetzt haben wir die Tür auf jeden Fall offen. Das heißt, wir können jetzt von hier auch rein. Hoffe ich zumindest. Der Supermarkt oder was? Was? Der Supermarkt. Ich weiß nicht, was der Supermarkt ist. Supermarkt. Achso, Supermarkt. Supermarkt. Ja. Nee, das ist keiner, den erkennst du. Super Duper Mold heißt er. Nee, ich bin nur zufällig auf was gestoßen. Dachte nicht, hol mir das schnell. Putzmittel kann man immer brauchen. Da hat einer ungefähr 5 Milliarden Sprengdinger geworfen. Hey. Mhm. Ich bin da drauf gegangen. Ups. Na egal. Das klubsche ich nur mal, was hier so noch gibt. Okay, da ist nichts mehr. Da liegt eine tote Hand. Nein! Oh. Schaut ja lecker aus. Jetzt schauen wir mal, was die andere, was der andere Weg uns bringt. Nichts. Gut. Dann latsch mal weiter. Der Hund hat mir echt Angst gemacht. Das Zeug holen wir uns später noch. Ich habe das jetzt alles gesammelt. Pflaume. Ja, lauf halt dann, zeig's mir. So, einfach mal direkt zum Fall. Nicht schlecht. Ja. Ich gar mit dem Kastenmagazin. Ja.
klar. Muss doch sein. Level up. Ich klatsche jetzt noch 2-3 Meter. Bin ich drauf? Ich glaube nicht. Was? Wir sind immer noch so weit weg. Das gibt's doch nicht. Das schaue ich mir jetzt später an. Geht's denn da lang? Das ist bestimmt auch interessant, aber das will ich wirklich erst später sehen. Jump. Das dürfte aber bald da sein, oder? Ja. Ja, das ist doch schon mal was. Grey Garden. Letztes Mal war ich in einem Altersheim. Oh, die haben es ja gemütlich hier. Was ein Hund. Ist da gar keiner. Da ist gar keiner. Ist ja komisch. Ist doch so ein schönes Häuschen. Naja. Ich weiß nicht, ob es sowas zum Blauen gibt. Nee, da gucke ich jetzt auch nicht. Das mache ich später. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was die Aufgabe ist. Da muss ich darüber kurz den Radio abchecken. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Gelände Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Das ist noch immer das Gleiche. Ferrum 9, 5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Da ist irgendein Tier. Das werde ich mir jetzt mal anklopfen. Hallo? Hier ist Gelände Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arzt Ferrum 9, 5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Ein Eifermischling. Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Automatisierte Nachricht wiederholt. Ich möchte ihn nicht unnötig leiden lassen. Autorisierung Arx Ferrum 9, 5. Okay, jetzt reicht's schon wieder. Nein. Sind wir jetzt bald da oder 70? Gut, wir sind gleich da. Oberlandstation. Hallo du. Haben die Minutemen dich geschickt?
klar. Sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Ja, es sind ja nicht so viele. Wollen wir kurz Essen machen? Ja, dann würde ich sagen, wir wissen jetzt, um was das es geht. Ich bin nicht mit dieser Siedlung verbündet, ist ja schlecht. Ja gut. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Like, kommentiert, abonniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.